Die Auseinandersetzung um Autonomie beinhaltet nicht, dass man nicht ein Nahverhältnis als Person zu einer Partei hat, beziehungsweise dass man darauf hinweist, dass wenn man in einer fortschrittlichen Partei ist oder in einer kritischen alternativen Partei engagiert ist, sich nicht dort bewegen muss und dort agieren muss, wo die Leute sind, im Betrieb oder im Bezirk. Und das war die Auseinandersetzung. Das heißt, Autonomie heißt, wenn wir uns zum Beispiel Alternative und Grüne Gewerkschafter nennen, heißt das nicht, dass wir ein Teil der Grünen Partei sind, sondern heißt, dass wir interessiert sind, dass Grüne bei uns in der Gewerkschaft mitarbeiten und autonom, und dass wir sehr wohl ein Interesse haben, dass unsere gewerkschaftlichen und betrieblichen Positionen innerhalb der Grünen Partei zum Tragen kommen. Aber die Entscheidungsebenen, die Entscheidungsgremien über die Politik, sowohl der Grünen als auch der AUGE, jetzt im konkreten Fall, müssen rigid getrennt sein. Das heißt, die Grünen haben keinerlei Recht über unsere, sprich AUGE-Tätigkeiten zu entscheiden, genauso wenig wie wir das Recht haben, Entscheidungen über die Aktivitäten der Grünen Partei. Wir können unsere Kritik anbringen, wir können versuchen, vor allem jene Leute, die bei den Grünen sind, innerhalb der Grünen für Veränderung zu wirken, aber wir haben nicht das Recht, in irgendeiner Form Entscheidungen der Grünen zu beschließen. Genauso wenig wie die Grünen nicht das Recht haben über unsere Köpfe. Trotzdem haben sie natürlich, wenn sie zum Beispiel der Meinung sind, dass unsere Haltung Ausnahme zur Arbeiterkammern vorstellen, ist es legitim, das zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben aber dann die Verpflichtung, wenn wir das für die Arbeiterkammern als Institution für wichtig halten, für die Existenz aufzutreten, auch wenn die Grüne Partei möglicherweise dagegen ist. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und für Einzelpersonen war das so, dass wir das auch praktiziert haben, auf einer Entscheidungsebene, das ist nicht die Bezirksebene, aber auf Gemeindeebene, auf Landesebene, sprich in Wien Gemeindeebene und Regierungs- bzw. Nationalratsebene gilt rigide Unvereinbarkeit in den Funktionen. Und wir haben es zumindest also so praktiziert, was also meine Person anbelangt, aber auch was beim Karl Oehlinger anbelangt, der ja bevor er Nationalrat war, auch also Bundessekretär der GEW war. Okay. Gut.